Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Freispiel. Ich sitze hier mit Isa. Wir reden heute ein bisschen über unsere Highlights 2020. Lange Liste, viele, viele Spiele erschienen. Wir haben auch in der Vorbesprechung uns ein bisschen schwer getan, uns da auf Favoriten festzulegen. Deswegen kommen jetzt einfach von jedem von uns und später im zweiten Teil dieses Videos von unseren Kollegen auch noch jeweils drei Spiele, die uns besonders gut gefallen haben, ohne weitere Ordnung. Ja. So. Dann leg doch mal los. Okay. Forgotten Waters. Arr! Ja. Das fängt mal wieder gut an. Wir sind Piraten und spielen kooperativ eine Crew. In jeder Partie eine Crew unter dem anderen Captain und in jeder Partie auch jeder einen anderen Piraten. Unsere Piraten haben sehr lustige Vorgeschichten, die sich auch zum Teil aus unserem eigenen Input zusammensetzen. Genau, das Spiel an sich ist nicht sehr komplex, also die Regeln sind relativ einfach und der Ablauf auch. Und wir hatten eine Menge Spaß mit, einfach aufgrund der Geschichte und genau des Themas. Ich denke, Humor ist da für mich persönlich so der größte Teil des Spiels, der es wirklich besonders macht, weil die Geschichten, wie du gesagt hast, wirklich unfassbar witzig sind. Also wenn ich an die, ich glaube Betty hieß sie, für die tote Betty, wie auch immer. Man kann da nicht viel zu sagen, ohne es selber gespielt zu haben, glaube ich, auch um keine Gags vorwegzunehmen. Auf jeden Fall hervorragender Humor, sehr gut geschrieben. Und wie gesagt, am Anfang füllen wir praktisch Charakterlücken aus, also Geschichtslücken unseres eigenen Charakters, die nachher in die Geschichte mit einfließen. Und zumindest bei uns in der Spielergruppe gab es einen Piraten, der von Käse besessen war. Ach, schön. Ich glaube, Sir Raclette war sein Name. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, fantastisches Spiel. Kann man auf den Tisch legen, kann man relativ einfach losspielen, eben einfache Regeln. Richtig guter Titel. Gibt es nicht mehr viel drüber zu sagen, glaube ich. Ja, lädt, finde ich, auch sehr zu ein, das ein bisschen auszuspielen. Ja. Also gerade die Passagen, die vorgelesen werden, wenn die Geschichte weitergeht, da ein bisschen schauspielerisches Können reinzustecken, bietet es sehr gut an. Ich finde es auch super schön gestaltet. Also da ist so ein Storybuch dabei mit richtig schön gestalteten Seiten und Landschaften, in denen man sich befindet. Ja, eins meiner Highlights. Auf jeden Fall. Ich glaube auch insgesamt im Team ein Highlight. Denke ich auch. Hatten wir alle viel Spaß damit so. Ist natürlich, glaube ich, ein Spiel, das dazu einlädt, mit auch einer Gruppe von, ich würde sagen, 4 bis 5 ist optimal. Mhm. Ich würde sagen, ich glaube, 3 bis 7 ist es spielbar, tatsächlich so. Eher ein Spiel, das natürlich dann auch für lustig und für ausgelassene Stimmung da ist. Ja. Ist jetzt kein bierernster Titel. Aber was Spaß angeht, bei mir wirklich auch ganz oben. Ja, was vielleicht noch zu sagen ist, es ist, glaube ich, knallhart mit einem guten Ende zu gewinnen. Mit einem legendären Ende, ja, stimmt, so heißt es. Es gibt 3 Stufen an Ende, die jeder Charakter für sich erreicht. Also es kann sein, ich bin schlecht, du hast ein gutes Ende. Aber ein legendäres Ende hatten wir bisher selten. Also obwohl es sich nicht ernst nimmt, das Spiel, ist es doch sehr schwierig, alles legendär zu enden. Das stimmt. Naja, ja, kommen wir zum nächsten Titel. Erster Titel, der hier auf dem Tisch landet, Detective Club, erschienen Anfang des Jahres oder zumindest kam es Anfang des Jahres zu uns in Laden. Das gilt für ein paar Spiele, die ihr hier sehen werdet, die nicht alle exklusiv 2020 erschienen sind, ist aber gar nicht so schlimm, wir haben sie dieses Jahr kennengelernt. Und Detective Club, 4 bis 8 Spieler, Spieldauer wird mit 45 Minuten angegeben. Ja, ein eher deduktives Spiel, kann man glaube ich so sagen, mit viel Kreativität und Witz. Gibt jetzt von der Schachtel nicht ganz so viel her. Was passiert? Jeder Spieler bekommt Handkarten ausgeteilt, im Stile von, wie wir es von anderen Spielen kennen, Dixit wäre da ein Wort, Mysterium. Ist auch glaube ich derselbe Designer, der die Karten von Mysterium designt hat. Und dann geht es darum, ein Spieler ist der aktive Spieler, sucht sich 2 seiner Handkarten aus, verbindet die in seinem Kopf mit irgendeinem Begriff, ein Wort, schreibt den auf ganz viele Zettelchen, teilt die an seine Spieler aus. Nur ein Spieler geht leer aus, der weiß leider nicht, um was es geht. Dann darf jeder Spieler einer seiner Handkarten, oder beginnt mit dem Startspieler, der also das Ganze sich ausgesucht hat, spielt jeder Spieler 2 Karten aus. Derjenige, der nicht weiß, um welchen Begriff es geht, muss also anhand der anderen Karten irgendwie sich etwas zusammendenken. Und sobald das geschehen ist, verrät der aktive Spieler, um welches Wort es ging. Und jeder muss begründen, warum er die Karten, die er gespielt hat, eben gespielt hat. So, derjenige, der jetzt keine Ahnung hat, um was es ging, muss sich irgendwas aus den Rippen ziehen,
um zu begründen, warum er diese Karten hingespielt hat. Und das hat zumindest bei uns immer für hervorragende Geschichten gesorgt. Also tolles Spiel, das auch eher für eine lustige Stimmung sorgt, würde ich sagen. Wie gesagt, eher was Kreatives. Es gibt viel Potenzial, da Blödsinn zu erzählen. Und dann, wenn die ganze Sache durch ist, um die Regeln kurz zu Ende zu bringen, muss jeder abstimmen. Und es wird natürlich derjenige gesucht, der der Verräter sozusagen ist. Denn wir sind ja Detektive und wir wollen herausfinden, wer hier Blödsinn erzählt hat. So. Ja, fand ich auch hervorragend. Genau, wir sagen oft das bessere Dixit, weil es doch mehr Spiel drin hat als Dixit. Und ja, dieses sich was einfallen lassen zu Karten, die man gespielt hat auf Basis von, was haben die anderen denn so gespielt, ist echt schön. Also sich da irgendeine Begründung aus der Nase zu ziehen. Und was tatsächlich auch lustig ist, danach war mindestens einmal eine Diskussion, wenn du wusstest, um was es geht, warum hast denn du dann so einen Blödsinn dahingespielt? Ja. Und manchmal hat man halt einfach nichts Passendes zu dem Wort auf der Hand und dann kommen blödere Karten raus als bei dem, der nicht mal weiß, um was es geht. Genau. Und ja, dann wirkt auf einmal die eigene Erklärung, wie als hätte man sie sich aus der Nase gezogen, obwohl das genau das war, was man sich gedacht hat. Tja. Aber es sorgt für gute Gespräche. Auf jeden Fall. Ist eine Mischung, wie gesagt, aus einer kreativen Nummer, weil man eben auch mit den Karten, die muss man auch wieder hervorheben, wie bei den anderen Vertretern, die wir genannt haben, einfach wirklich schön designt sind, sehr fantasievoll. Also es ist schon alleine eine Freude, sich nur die Karten anzugucken, so allein ohne das Spiel. Und mit dem Spiel zusammen ergibt sich dann ein tolles Spielgefühl und man lernt vielleicht noch das eine oder andere über seine Freunde, was man vorher nicht wusste. Kann auch mal spannend sein. Ja. Schön, kommen wir zum nächsten Titel. Ja, wir bleiben irgendwie im Party-Thema. Und zwar haben wir jetzt Hint mitgebracht. Das war auch eins meiner Highlights. Hab's über Weihnachten und Silvester auch relativ viel in meiner WG gespielt. Ist spielbar ab 4 Spielern. Geht, solange ihr Lust habt im Prinzip, grob, aber vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde ist es gedacht. Es ist an sich Activity vom Grundgedanken. Das heißt, zwei Teams spielen gegeneinander. Es gibt mehrere Kategorien, in denen Dinge erklärt werden oder beschrieben werden müssen. Das ist wie, da sieht man es gar nicht. Aber es gibt Zeichnen wie bei Activity, es gibt Erklären wie bei Activity und Pantomime. Zusätzlich gibt es aber noch Summen. Was es aber hervorzuheben lässt und warum das für mich ein Highlight ist, obwohl es sowas wie Activity schon ewig gibt, sind die Kategorien und die Begriffe dazu. Also es funktioniert immer so, ich wähle von 3 möglichen Karten eine aus, da steht dann drauf die Kategorie, die ich erfüllen muss, also Sommerhits müssen die anderen erraten und ich muss die Sommerhits darstellen, indem ich summe. Und so kann ich dann vorher mir schon aussuchen, in welchem Bereich ich unterwegs sein will und die Kategorien sind sehr aktuell, super lustig, also regionale deutsche Gerichte zeichnen, Titellieder von Seriensummen. Das sind einfach sehr schöne Kategorien, die es unglaublich unterhaltsam machen. Und wir haben immer gemerkt, uns ging es irgendwann überhaupt nicht mehr um die Punkte. Ja. Wir hatten einfach Spaß am Spiel und es ging eigentlich nicht darum, dass irgendwer gewinnt. Ja, war bei uns ähnlich. Ich hatte es auch so im Sommer, als man dann sich doch nochmal mit 2, 3 mehr Leuten treffen konnten. Irgendwie, ich erinnere mich an meinen Geburtstag, wo das viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, also wenn man es wirklich als das Spiel spielt, was es ist, das macht man so, wie du sagst, die erste halbe Stunde und später nimmt man einfach nur noch die Karten und macht Faxen damit, was auch super ist. Aber was vielleicht noch hervorzuheben ist, es gibt tatsächlich auch einen kleinen strategischen Aspekt, denn es liegen immer 3 Karten aus. Und jede Karte oder jede Runde, nachdem eine Karte genommen wird, wird das Rad, auf dem die Karten liegen, weitergedreht. Und sobald sich eine Karte an einem gewissen Punkt befindet, muss das dementsprechende Team diese Karte nehmen. Das heißt, man kann sogar ein bisschen gucken, welche Karten ich vielleicht meinem Gegnerteam zuschuster, wenn ich weiß, die haben überhaupt keine Ahnung über Sommerhits. Ja? Ja. Oder ich möchte unbedingt Isa mal summen hören, dann kann das vielleicht auch witzig sein, das strategisch so rumzuwinden. Ja. Und was ich auch vergessen habe, was auch toll ist, die Gruppe, die nicht dran ist, muss aufpassen, weil... Stimmt. Es gibt immer einen Begriff, den ich nicht, der nicht erraten werden darf von meinem Team. Der würde meinem Team Minuspunkte geben, wenn er genannt wird. Das andere Team darf nach Ablauf der Zeit nochmal einen weiteren Begriff raten, den die glauben, der noch auf der Karte steht. Ja. Für den verbotenen Begriff gibt es da 2 Punkte. Ansonsten für jeden erlaubten
Begriff gibt es einen Punkt. Das heißt, auch wenn ich gerade nicht dran bin oder mein Team nicht dran ist, passe ich auf, schaue, was erklärt das andere Team gerade und um was schlängelt der Erklärende sich gerade komplett rum. Genau, auf jeden Fall witzig. Alte Spieleformel richtig gut aufgelegt. Mhm. Es hat unglaublich viele Karten. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube an die 500 verschiedene. Vielleicht finden wir das raus. 450 Karten. Ja, also... Plus eine Promo, wenn ihr es in nächster Zeit bei uns erwerbt. Hervorragend, die habe ich noch gar nicht. Dann wird es Zeit. Gut, also wie gesagt, man hat da unglaublich viel Spiel damit. Das heißt, es ist nicht wie vielleicht andere Varianten des Activities nach ein paar Mal Spielen ausgelutscht, weil man die Karten schon kennt, sondern man kann wirklich immer und immer wieder spielen. Sehr vielfältig, auch aktuell. Das sind immer frische Sachen. Das ist ja auch bei so einem Spieler immer wichtig. Tipptopp, gibt es nichts Schlechtes drüber zu sagen, wie ich finde. Ja, über den Untertitel werden sie sich vielleicht noch ärgern. Mal schauen. Ist nämlich das Partyspiel für alle Querdenker. Kam, wie gesagt, früher dieses Jahr raus, also noch bevor Querdenker mit was anderem verbunden wurde. Ja, mal schauen. Mal schauen. Wer weiß, vielleicht hilft es ja auch den Verkaufszahlen. Okay, nächster Titel. Wir werden ein bisschen, ich möchte nicht sagen ernster, aber zumindest ein bisschen von der Spiellänge und von der Spieldauer ein bisschen größer. Bonfire, 1-4 Spieler. Sie geben 70 bis 100 Minuten für die Spieldauer an, ab 12 das Ganze. Tja, ein durchaus anderes Spiel zu denen, die wir bis jetzt genannt haben. Wahrscheinlich im Eurogame-Bereich anzuordnen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was gibt es groß darüber zu sagen? Es wird dunkel in der Welt, so könnte man das zusammenfassen. Die Kobolde in den Wäldern haben gesehen, dass die letzten Bonfire ausgegangen sind und jetzt geht es darum, die Hüterinnen des Lichtes dabei zu unterstützen, die Bonfire wieder zu entzünden und das Licht zurück in die Welt zu bringen. Wie tun wir das? Das funktioniert praktisch über verschiedene Aufgaben, die wir uns im Spiel selber aussuchen können. Das heißt, wenn ich am Zug bin, habe ich verschiedene Möglichkeiten, Aktionen durchzuführen. Das funktioniert über Aktionsplättchen. Es gibt verschiedene Aktionsplättchen, die jeweils einer Aktion zugeordnet sind. Da kann ich mir neue Aufgaben besorgen, indem ich an verschiedene Inseln fahre, um dort Aufgaben einzusammeln. Ich kann Aufgaben erfüllen. Ich kann Hüterinnen des Lichts selbst von den Inseln herunterholen und für mich und in meine Stadt bringen. Ich kann diese Hüterin des Lichts Prozessionen durchführen lassen, die mein Spieltableau dann nach und nach erweitern und neue Wege hinzubauen. Oder wenn mir diese Aktionsmarker ausgegangen sind, kann ich eine Sonderaktion durchführen, indem ich eins von, ich glaube, 8 verschiedenen Plättchen in meine Schicksalsanzeige auslege, um so an neue Aktionsplättchen zu kommen. So baue ich mir also verschiedene, oder so baue ich mit vielen verschiedenen Spielmechaniken meinen Zug auf. So. Das Besondere, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass jedes Spiel sich ein bisschen anders anfühlt. Es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben, die man erfüllen kann. Man sucht sich jedes Spiel eben selbst so ein bisschen heraus, worauf möchte ich mich fokussieren, was passt am besten zu meiner Strategie. Es ist ein Spiel, wo man viel planen kann, wenn man möchte. Ich persönlich mag Spiele sehr gerne, wo ich mir einen richtig guten Plan überlegen kann und der dann nachher auch ohne irgendwelche Glückselemente funktionieren kann. Rein theoretisch, so dieses klassische Eurogame-Ding eben, habe ich hier sehr viel Spaß damit gehabt, weil ich mir eben gezielt raussuchen konnte, wie sieht meine Strategie dieses Spiel aus, worauf baue ich aus und wie verzahne ich das Ganze miteinander. Ja, Hallertau ist bei mir schon, Bonfire ist bei mir schon eine Weile her, da muss ich gerade nochmal einen Blick auf die Schachtel werfen. Okay. Meine Strategie ist überhaupt nicht aufgegangen. Ah. Ja, ist aber in der ersten Partie ja durchaus mal üblich. Ist bei solchen Spielen, muss man erstmal kennen. Ja, was ich aber schön fand, ist, dass bei uns in der Runde sehr viele unterschiedliche Strategien angewandt wurden und unterschiedliche Punktemechanismen versucht wurden, genau zu verfolgen. Und es auch halbwegs ausgeglichen funktioniert hat. Ja. Also ich muss jetzt nicht meine Hüterin des Lichts prozessieren lassen. Ich kann auch über andere Dinge Punkte suchen. Genau. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, einen bestimmten Pfad zu folgen, sondern kann mich da relativ frei bewegen. Das fand ich was sehr Schönes. Ich fand, was hervorzuheben ist vielleicht, es ist ein relativ komplexes Spiel. Die Regeln sind aber dann dennoch sehr schlank. Denn die Komplexität kommt nachher eben durch die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Der Spielablauf an sich ist sehr schnell zu lernen für ein Spiel dieser Art. Da gibt es andere Varianten, die nachher nicht so komplex sind und dreimal so lange Regeln haben. Also das für mich nochmal vorzuheben.
Ich glaube auch für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit komplexen Spielen haben, vielleicht kein schlechter Einstiegspunkt, weil es auch dadurch, dass es verschiedene Mechaniken miteinander verbindet, nochmal einen gewissen Anreiz hat, auf verschiedenen Ebenen sich vorzubilden. Ich meine, wir haben einmal diesen Puzzle-Aspekt, den ich kurz erwähnt habe, durch die Schicksalsplättchen. Wir haben den Aspekt der Aufgaben, wo ich für mich persönlich eben raussuche, was ich verfolgen möchte, und eben den Zeitmanagement. Faktor, denn das muss man auch nochmal sagen, es gibt besondere Aufgaben, die erfüllt werden können. Immer der erste Spieler, der es schafft, kriegt nochmal eine Bonusaktion, die er nochmal für andere Dinge verwenden darf. Und da ergibt sich natürlich nochmal dieser Wettrenngedanke irgendwie so. Der macht es nachher auch nochmal interessanter, das tatsächlich solo zu spielen. Habe ich auch schon ausprobiert. Mhm. Es gibt nicht viele Spiele, die ich gerne solo spiele. Das hat mir echt Spaß gemacht, weil es eine coole Dynamik hat und auch hier man seinen Plan sich gut überlegen kann und gegen einen... es kommt einem vor, als würde man gegen einen ganz gut durchdachten oder gegen einen ganz gut durchdachten Nicht-Spieler-Charakter sozusagen spielen. Hat mir viel Spaß gemacht. Einer der Top-Titel, würde ich sagen, im Eurogame-Bereich 2020. Ja, sehr schön. Cool. Dann gehen was wir ganz wieder, anderes. ein bisschen zurück in den Party-Bereich oder in einen einfachen Spaßbereich. Also ist ein Hektikspiel. Wir spielen zu zweit, zu dritt oder zu viert. Und zwar auch wieder kooperativ. Wir haben jeder so Cupcake-Hütchen in unterschiedlichen Größen, die man stapeln kann. Der Grundgedanke ist so dieses Turm von Hanoi, das viele kennen. Ich habe dieses Set an Cupcake-Hütchen und ich habe drei Plätze vor mir. Außerdem gibt es noch einen Platz in der Mitte, der zum Austausch dient. Dann starten wir die Zeit und es werden Aufgaben umgedreht. Aufgaben sehen so aus, dass je nach Spieleranzahl ich unterschiedliche Aufgabenplättchen nutze, eins aufdecke und das sagt mir, okay, ich muss ganz rechts ein rotes Hütchen haben, in der Mitte ein orangenes und rechts darf ich keins haben. Jetzt braucht aber Marco vielleicht zwei grüne. Das heißt, ich brauche mein grünes nicht, kann das in die Mitte geben und es Marco geben. Ist dadurch erschwert, dass wir zum einen nur eine Hand benutzen dürfen, dass natürlich nur größere Hütchen auf kleinere gestapelt werden dürfen und in der erfahrenen Variante auch nicht verbal kommuniziert werden darf. Ja, ich finde es ein super Hektik-Spiel, weil es sich gar nicht so krass hektisch anfühlt. Also es ist für ein Hektikspiel relativ ruhig und strategisch. Also man kann Hütchen entweder super schnell stapeln und sich nichts bei denken oder man lässt sich ein bisschen mehr Zeit und versucht einen möglichst einfachen Austausch zu finden. Genau. Das hat mir gut gefallen. Ja, geht mir auch so. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass Hektikspiele nicht so unbedingt mein Ding sind. Da bin ich hier im Team auch oft mal alleine oder der ein bisschen der Grummel, was Hektikspiele angeht. Cupcake Academy hat mich auch überzeugt, tatsächlich eben aus dem Grund, weil ich hier auch so ein bisschen diesen Strategieaspekt mit drin habe. So, weil es nicht einfach nur um schnelle Reaktionen geht, sondern weil man sich eben auch so ein bisschen Gedanken machen muss, was man und wie man es stapelt. So. Zusätzlich, dadurch, dass es kooperativ ist, ist man auch nicht automatisch raus, wenn man nicht so schnell ist. So. Man erntet sich nur vielleicht mal den einen oder anderen bösen Blick eines Mitspielers, wenn man einfach nicht verstehen will, dass dieser Hut jetzt da runter muss. Aber so ist das nun mal bei Hektik-Spielen, die ohne verbale Kommunikation funktionieren. Für das, was es ist, hat es mich auch begeistert. Und wenn ich das über ein Hektik-Spiel sage, dann hat das was zu heißen. Genau. Eine Partie dauert, ich glaube, die Sanduhr sind 8 Minuten, also mit Vorbereitung. In 10 Minuten ist es gespielt. Ja. Und bei uns ist es seltenst bei einer und auch seltenst, glaube ich, bei weniger als 5 Partien geblieben. Weil, ja, da packt einen dann schon der Ehrgeiz, einfach doch nochmal einen Auftrag mehr in der Zeit zu schaffen. Ja. Ja. Sehr, sehr schönes Spiel. Ja, auch eins meiner Highlights 2020. Cool. Kommen wir zum letzten Titel für dieses Video zumindest. Nochmal was ganz anderes. Wir haben versucht, ein bisschen Abwechslung in die Liste reinzubringen. Und ich habe hier Western Legends ausgepackt. Auch wieder so ein Titel, der ganz technisch gesehen nicht 2020 erschienen ist. Aber zumindest ist er 2020 hier bei uns gelandet. Und deswegen spreche ich jetzt kurz drüber. Auch einfach, weil es nochmal ein bisschen eine andere Art Spiel ist. Wir sehen ja schon sehr, sehr thematisch, das Ganze hier entführt uns in den wilden Westen. 2 bis 6 mutige Cowboys oder Cowgirls. Cowgirls, ja. 90 bis 120 Minuten geht eine Partie, allerdings anpassbar.
Kommen wir gleich nochmal dazu. Ganz grob gesagt ist das so ein typisches Sandbox-Spiel. Was bedeutet das? Das heißt, jeder von uns spielt einen Charakter, der sich eben in diesem Western-Setting bewegt. Wir haben eine große Karte, auf der wir uns fortbewegen können, auf der wir Aktionen durchführen können. Aber was wir jetzt genau tun, bleibt völlig uns überlassen. Ziel des Spiels ist es, eine Legende zu werden, daher der Name. Ja. Wir wollen die größte Legende des Wilden Westens werden. Wie wir dieses Ziel aber erreichen, obliegt völlig uns. Es gibt die Möglichkeit, der gesetzestreue Sheriff zu werden und versuchen, die Banditen, die sich da im Umkreis herumtreiben, einzusacken, ins Gefängnis zu bringen. Wir können ganz klassisch Bergbau betreiben und nach Gold schürfen. Wir können versuchen, Kühe oder ja genau Kettle, was ist das deutsche Wort? Rinder? Rinder, ja, danke. Von A nach B zu transportieren und so zu verkaufen. Wir können Poker spielen, wir können aber auch den bösen Weg eingehen, bösen Weg einschlagen und die Bank ausrauben, unsere Mitspieler ausrauben und allerhand Schabernack treiben. Was genau wir alle jetzt also tun, bleibt völlig uns überlassen und das ist das Besondere an dem Spiel, finde ich. Jede Partie fühlt sich ein bisschen anders an, weil je nachdem, was ich eben tun möchte, ich kann es tun. Wir kriegen am Anfang zwei Charaktere zugeteilt, davon suchen wir uns einen aus. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich bin Billy the Kid, die Sache ist gegessen, ich weiß genau, was ich mache. Ich spiele Poker. Oder wir machen was ganz anderes. Ja, man ist super frei, egal welche Strategie man fährt, was man macht. Wir haben mit allen Sachen die Möglichkeit, viele Legendenpunkte zu generieren und damit eben das Spiel zu gewinnen. Wie ich eingangs gesagt habe, wie viele Legendenpunkte man braucht, um das Spiel zu gewinnen, können wir vor der Partie selbst festlegen. Das heißt, dadurch ist es sehr variabel zu sagen, hey, wir spielen mal nur eine Stunde, anderthalb, machen weniger Legendenpunkte oder wir wollen wirklich eine lange, ausdauernde Partie haben. Ja, sehr gutes Spiel, wo man sich ausleben kann, kreativ werden kann und sich gegenseitig auch ein bisschen nerven kann, glaube ich. Ja. Kann ich nicht viel hinzufügen. Ich fand es auch super. Ich fand auch das gegenseitig Ärgern tatsächlich ein sehr schönes Element in dem Spiel. Auch wie du schon gesagt hast, dass es so vielfältig ist, was ich machen kann und dass es sich auch so ein bisschen westernmäßig anfühlt, ja, einfach von den Möglichkeiten, die man hat. Was ich auch schön fand, ist, dass man nicht also festgefahren ist auf der Spur, die man verfolgt. Also jetzt habe ich meinetwegen so und so oft Rinder hin und her transportiert, dann kann ich jetzt trotzdem noch Poker spielen gehen oder eine Bank überfallen. Und auch, es kann sein, ich war eher auf der bösen Seite unterwegs und merke, okay, lohnt sich jetzt nicht mehr, dann kann ich mir immer noch überlegen, umzuschulen und doch Sheriff zu werden. Und das finde ich auch was echt Schönes, dass ja, das ist nicht bis zum Ende festgelegt. Genau. Wem ich so folge. Besonders auch finde ich, dass das Spiel dadurch so eine ganz eigene Balance entwickelt, beziehungsweise anders gesagt, wir als Spieler müssen das Spiel selbst balancen. Wenn wir sehen, es gibt einen Spieler, der alle zwei Züge die Bank ausraubt und sein Reichtum so mehrt, muss der ein oder andere halt sagen, alles klar, ich werde jetzt Sheriff, um das zu unterbinden, denn sonst rennt der eine Spieler davon mit den Punkten. Wenn das keiner tut und alle auf einmal anfangen, die Bank zu überfallen, entsteht ein vollkommen anderes Spiel. So, also wir hatten schon wirklich interessante Partien, wo bis zum Schluss nicht klar war, wer jetzt als Sieger hervorgeht. Und das muss ein Spiel erstmal schaffen, auch über so viele Partien zu unterhalten. Unfassbar gut. Ich mag es einfach richtig gerne. Vielleicht zu den Regeln noch kurz ein, zwei Sachen. Die meisten Aktionen, die wir durchführen, werden mit Karten gemacht. Es gibt ein Kartendeck. Die werden zum Pokern ganz normal benutzt, wie wir eben Poker kennen. Es ist auch wirklich eine Poker-Engine sozusagen mit da drin. Und diese Karten benutzen wir aber auch für viele andere Dinge. Das heißt, für Aktionen brauchen wir Karten. Wenn wir gegeneinander kämpfen, brauchen wir aber auch Karten, und zwar dieselben Karten. Das heißt, man muss auch immer so ein bisschen managen, wofür ich meine Ressourcen jetzt ausgebe. Dann können wir auch in den Shop gehen und unser hart verdientes Geld ausgeben, um Items zu kaufen, die uns dann irgendwelche Boni auf gewisse Aktionen bringen. Also wirklich wie bei einem Computerspiel vielleicht eben auch, dass wir wirklich sehr, sehr frei sind, unseren eigenen Charakter so definieren können, wie wir wollen. Ja, toller Titel. Entführt einen ins Western-Setting. Richtig schön. Mit auch einigen Anspielungen auf bekannte Western. Stimmt, ja, kenne mich nicht riesig aus in dem Milieu, aber selbst ich habe ein paar Sachen wiedererkannt, über die ich mich gefreut habe. Ja, Western Legends also. Nummer 3 oder Nummer 6 für dieses Video.
Ja, weil wir mussten uns ja einschränken, wie gesagt. Es ist uns super schwer gefallen, dass es noch so viel, das wir gerne genannt hätten und so viele, die uns jetzt leid tun, dass wir sie nicht mitgebracht haben. Aber ein paar werden jetzt noch von Lena und Thomas ergänzt. Genau, schaut also auf jeden Fall gerne das zweite Video dieser Reihe an. Ich nehme mal an, dass die in zwei geteilt werden, diese Videos. Ihr werdet sehen. Wenn ihr weiterhin tolle Videos über Spiele haben wollt und sehen wollt und so wissen wollt, was bei uns so abläuft, dann abonniert gerne den Kanal. Hier wird immer wieder was passieren, in welcher Richtung auch immer. Wir finden uns da selbst gerade. Bleibt auf jeden Fall dran und in dem Fall habt noch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao.